Es ist ein ungewohntes Bild für den gemeinen Fußballfan. Der TSV 1860 München stemmt einen Pokal in die Luft. Wovon die Profis derzeit meilenweit entfernt sind, ist im Nachwuchsbereich jedoch gar nicht so ungewöhnlich. Entscheidenden Anteil daran haben auch zwei Niederbayern, der erst 17-jährige Johannes Stingel aus Winzer und Trainer Josef Steinberger aus Dingolfing. Ja gut, wenn man hier herfährt, dann hat man natürlich schon einen Anspruch, aber wir haben letztes Jahr einen 8. Platz belegt, sieglos. Deswegen ist es nicht selbstverständlich, dass man den Titel holt. Aber wenn wir als 60 München irgendwo hinfahren, dann wollen wir auch gewinnen. Also das ist jetzt grundsätzlich schon immer unser Ziel. Ja, also wir haben uns natürlich schon gewünscht, dass wir ins Finale kommen. Das dann wirklich zum Titel erreicht, haben wir jetzt nicht ganz erwartet, aber wir haben immer überzeugt von unserer Klasse und haben das dann auch verdient gewonnen. Ohne große Probleme waren die Löwen mit 5 Siegen aus 5 Spielen durch die Gruppenphase marschiert. Im abschließenden Vorrundenspiel besiegte man hier den SV Greinet mit 2:1. Der krasse Außenseiter aus dem Bayerischen Wald hatte sich eine Woche zuvor den Bezirkstitel gesichert und war voller Euphorie und mit 2 Fanbussen nach Vilsbiburg gereist. Dementsprechend groß war auch der Jubel über den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich gegen die Münchner durch Johannes Schmid. Letztendlich setzte sich aber doch die Qualität des Bundesligisten durch. Greinet wurde ohne Punkt Gruppenletzter, noch hinter dem zweiten niederbayerischen Vertreter der JFG Goiburn Kickers hier in Rot. Diese nahmen zumindest gegen Greinet Revanche für die Finalniederlage bei der Niederbayerischen, waren aber letztlich in der Gruppe mit den großen Namen 60 München, FC Ingolstadt und 1. FC Nürnberg sowie hier beim 1:2 gegen den FC Weiden-Ost chancenlos. Ja, als Kreisligist hast du es natürlich schwer gegen die ganzen Bundesligisten und Bezirksoberligisten und Bayernligisten. Aber ich denke, wir haben uns gut geschlagen, wir haben ein Spiel gewonnen und mein, wir waren halt eigentlich mehr zum Spaß da und haben wir das Bestmögliche rausgeholt, würde ich sagen. In Gruppe B schaffte der FC Memmingen in den schwarzen Trikots etwas überraschend den Sprung ins Halbfinale hinter der Spielvereinigung Greuther Fürth, die mit 5 Siegen und 23:1 Toren ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht wurde. In der Runde der letzten 4 dann aber lange Gesichter bei den Franken. Fast schon sensationell schaffte der FC Ingolstadt durch einen 10 Meter wenige Sekunden vor Schluss den Sprung ins Finale. Für das hatte sich zuvor schon der TSV 1860 München qualifiziert, der den FC Memmingen dank des Treffers von Moritz Heinrich ebenfalls mit 1:0 besiegte. Greuther Fürth sicherte sich dann zumindest noch Platz 3 mit einem 2:0 gegen Überraschungsteam Memmingen. Das Endspiel also Löwen gegen Schanzer und hier ergriffen die Blauen sofort die Initiative. Mit schnellem Direktspiel und eiskalter Chancenverwertung stellten sie die Weichen früh auf Sieg. Am Ende stand ein souveränes 3:1 für 60. Der Ehrentreffer der Ingolstädter kam zu spät und so dürfen sich die Münchner neuer bayerischer U19-Hallenmeister nennen, trotz des ungewohnten Futsal-Modus. Ja, also am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Futsal, aber dann haben wir uns recht schnell dran gewohnt und haben unsere Sache relativ gut gemacht und haben dann am Schluss auch relativ verdient gewonnen. Naja, ich denke, wir sind super zufrieden. Wir sind mehr oder weniger ohne Vorbereitung hierher gefahren, haben gestern ein bisschen mit dem Futsal am Kunstrasen gespielt. Ansonsten liegt ja der Fokus momentan auf der Vorbereitung auf eine schwere Rückrunde in der Bundesliga, wo wir den Klassenerhalt schaffen wollen. Und wenn man dann mit 7 Siegen und als bayerischer Hallenmeister heimfährt, dann denke ich mal, ist super zufrieden der passende Ausdruck. Ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier. Wir spielen das 2. Jahr Futsal. Die Ergebnisse heute haben gezeigt, dass wir erfolgreich sind. 100 Tore in der Vorrunde zeigt, dass guter Fußball gespielt wird, offensiv, technisch guter Fußball. Und das ist für mich das Wichtige, dass wir damit auch den Nachweis gebracht haben, dass Futsal auch ohne Bande den Erfolg bringt, den wir bisher mit dem normalen Handfußball hatten. Zufriedenheit also, wohin man blickt. Der E.ON Cup 2015 in Vilsbiburg für alle Beteiligten, besonders aber für den TSV 1860 München, ein Tag zum Genießen.